So Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir befinden uns hier in der Sturmwolke aus einem bestimmten Grund. Und zwar wollen wir, glaube ich, zu dieser Insel. Ja, zu dieser Insel da geradeaus. Also die muss ich jetzt nicht extra markieren, sie sollte da irgendwo sein. Da müssen wir hin und mit einem Kerlchen reden, damit wir dann eine weitere Quest absolvieren können, die ich in diesem Park absolvieren will. So. Komm schon, flieg schneller ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, flieg zurück, aber nee, zurück sollst du nicht fliegen, Link. Sondern du sollst einfach ein bisschen schneller fliegen. So. Dann lassen wir uns am besten hier fallen, denn dort sehen wir ein neues Kerlchen, was da vorher nicht auf dieser Insel war. Hey Fokker, was für ein Zufall, dich hier zu treffen. Ich bin in diesen dicht neben geraten und fand mich plötzlich auf dieser Insel wieder. Wusstest du, dass diese Insel der perfekte Lebensraum für vielerlei Insekten ist? Ich glaube, ich werde hier Insekten züchten und versuchen, alle zu nur mögliche Exemplare zu fangen. Hey, möchtest du vielleicht in der Insektenjagd versuchen? Ich habe ein paar für dich freigelassen. Um es interessant zu gestalten, gibt es zwei Stufen, eine für Anfänger und eine für Experten. Ich kann dich allerdings nicht umsonst teilnehmen lassen, nee, das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, wir wollten nämlich nur mit ihm reden, das reicht eigentlich schon. Ja, jetzt können wir wieder zurück zum Wolkenhort fliegen, wow, hat's das gebracht, ich glaub's ja nicht. Aber wir mussten es machen für die Quest. Was tun wir nicht alles für die Quest? Ist ja unglaublich. So, komm, Sturzflug, kleiner Vogel. Wir fliegen nochmal kurz raus aus der Sturmwolke. Und dann sehen wir uns wieder im Wolkenhort. Genau gesagt in Terrys Laden. Was wir da machen, werdet ihr dann früh genug sehen. So, ab zum Ausgang, meine lieben Freunde, meine sehr geschätzten und werten Freunde, Kollegen und Kolleginnen, bis gleich. Okay, hier sind wir wieder im Wolkenhort, genau gesagt in Terrys Laden, und mit dem sprechen wir. Oh, immer hereinspaziert, verehrter Kunde, mir scheint es nicht besonders gut zu gehen. Ach, ich kann mich nicht verstellen. Im Moment bin ich leider ein wenig beschäftigt, aber wir können uns nachts unterhalten. Leg dich einfach hier ins Bett und schlaf eine Runde. Gut, das tun wir mal. Wir schlafen mal hier. Nicht zum ersten Mal, versteht sich. Wir haben ja schon mal hier geschlafen. Natürlich nicht mit Terry, sondern ganz alleine so. Ihr erinnert euch. Sogar schon zweimal, oder? Ja, ich glaube, es waren zweimal. Egal. Gehen wir hier nach draußen und reden mit dem werten Herrn Terry. Nein, nicht wieder rein. Wieso gehst du wieder rein? Alter Falter, geh wieder raus. So ist gut, so ist gut. So ist sehr gut. So, und jetzt geht's ab nach unten zum lieben Terry. Ja, sprich mal mit ihm. Hallo. Sprich doch mal mit ihm hier. Du hast in meinem Bett geschlafen, nun du warst sehr müde. Ich bin ebenfalls müde, weil ich den Laden samt deinem Gewicht hierher fliegen musste. Aber vergessen wir das, ich bin ja es ja gewohnt. Also es ist so, ich habe etwas Wichtiges verloren. Es handelt sich um den Insektenkäfig, in dem ein Dämonenkäfer ist. Ich bin furchtbar betrübt, dieser Käfer war ein sehr seltenes Exemplar. Ich suche ihn. Oh, meinst du das ernst? Das wäre ja wundervoll. Mein geliebter Dämonenkäfer, bitte finde ihn so schnell du kannst, ich flehe dich an. Gut, dann gehen wir wieder hier nach oben und dann gleich wieder hier rein. Dann legen wir uns schlafen und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder dort bei, ich glaube der Typ heißt Stru oder so, bei Strus Insekteninsel. Also bis gleich. Meine lieben Zuschauer. So, hier sind wir wieder in der Sturmwolke und jetzt fliegen wir wieder zu der Insel des Insektophisten. Insektophilen meine ich natürlich, nicht Insektophisten.
So, er ist, obwohl, gibt es einen speziellen Ausdruck für Leute, die auf Insekten stehen. Also Zoophil ist für Leute, die auf Tiere stehen, aber gibt's was für Insekten? Insektophil. Insektophil ist jetzt das, wenn es das Wort noch nicht gibt, dann habe ich es jetzt gerade erfunden. Wenn es das schon gibt, dann wusste ich das natürlich und habe es euch jetzt beigebracht. So, springen wir runter und reden gleich mal mit ihm. Hey, Fokker, ist klar. Was sagst du? Ich grinse von einem Ohr zum anderen. Ich schätze, du hast recht. Kein Wunder, denn ich habe einen ziemlich seltenen Käfer gefangen. Ja, ich habe kein Interesse. Ich verstehe schon, du bist ganz schön hinterlistig. Oh, Mist, ich dachte, er erzählt trotzdem. Bla 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 bla. Erzähl mal mehr. Neugierig, Dann hör gut zu, nun. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe tatsächlich den legendären Knemonkäfer erwischt. Wahnsinn, die Chance, einen solchen Käfer zu fangen, ist so gering, es grenzt an ein Wunder und das ist auch der Grund, weshalb ich wie verrückt strahle. Was sagst du da? Der Käfer gehört Terry? Terry, der mit seinem Laden durch die Luft fliegt? Ich bin zurück. Denk an Terry! Hast du eine Ahnung, wie wertvoll dieses Insekt ist? Allein der Besitz dieses Insekts lässt all meine insektenfangenden Freunde zu mir aufblicken. Du hast Freunde? Okay. Andererseits, was einem nicht gehört, soll man auch nicht behalten. Aber ich bringe es einfach nicht übers Herz, dir den Käfer so ohne weiteres auszuhändigen. Wie wäre es mit folgendem Vorschlag? Erreiche bei einer Insektenjagd eine bessere Zeit als ich, dann werde ich dir den kleinen Kerl anvertrauen. Einverstanden, nimmst du diese Herausforderung an? Ja, ich versuch's mal. Und da ich Geschäftsmann bin, muss ich dir 10 Rubine dafür berechnen. Okay, wenn's sein muss. Hier die Regeln. Sammle insgesamt 10 Insekten eines von mir vorher festgelegten Insektentyps. Wichtig ist, dass du die 10 Insekten innerhalb von 3 Minuten fängst. Klar, schaffst du das, dann händige ich dir den Dämonenkäfer aus. Nun gut, bist du soweit, dann kann's ja losgehen. Okay, ist wieder mehr oder weniger ein kleines Minispiel. Schauen wir mal, wie wir uns schlagen. Ich werde einfach mal... Oh, komm. Nimm das Netz. So. Mal schauen, brauche ich das Insekt? Ich weiß es nicht. Vielleicht brauche ich den Wolkenhirschkäfer. Vielleicht aber auch nicht. Jetzt habe ich ihn erstmal. Mir sieht danach aus, als ob ich ihn nicht brauche. Oh, Mist. Jetzt... Oh, Mann, schon mal schön Zeit verschwendet. Aber kein Problem. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber zu viel Zeit sollten wir uns auch nicht lassen. Komm, da ist das erste Insekt, das wir brauchen, oder? Die Libelle brauchen wir, oder? Ja, sehr schön, okay. Immerhin haben wir schon eins. Das bräuchten wir auch. Sehr gut, 2 haben wir damit. Geht schon besser weiter, als es angefangen hat. Brauchen wir das? Ich weiß es nicht. Egal, ich hab's mal gefangen. Schauen wir doch mal. Ja, tatsächlich. Sehr gut. Hier. Oh, nee. Euch will ich eigentlich gar nicht. Komm, sammle sie trotzdem ein, damit sie mich nicht nerven. Die Dekubinen haben wir mehr als genug, aber nun gut, sie nerven halt so rum. Da wollen wir sie halt auffangen. Okay, ist hier noch was? Nee, sieht nicht danach aus. Was ist das? Brauchen wir das? Die Ameise? Ja, die brauchen wir sogar. Oder? Die war links unten. Die Ranell-Ameise. Mal schauen. Ja, schon mal 4. Gut. Und wir haben noch keine Minute verschwendet. Das ist doch schön zu sehen. Nein, 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 nicht runterfallen, sondern hier runterfallen. Gut. Nein, keine Bomben. Wir wollen sie nicht in die Luft sprengen, sondern wir wollen sie fangen. Okay, die Libelle hatte ich schon. Gut. Den Himmelsfalter hatte ich aber noch nicht. Gut. Damit haben wir 5 von 10. Das ist schon mal die halbe Miete. Fehlt uns nur noch die restliche Miete, die wollen wir natürlich auch haben, denn ohne volle Miete kann man natürlich nicht wohnen bleiben in seinem Gehäuse. Geh weg, Mann. Okay, komm. Den brauchen wir. Komm. Nein, wir haben jetzt einen Trap. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's gar nicht. Okay. Okay, da ist noch was. Komm her. Hüpfer, den brauchen wir auch, den Vierer-Hüpfer. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, damit wir noch... Ah, komm, weiter, Mann! Okay, brauchen wir die Leuchtkäfer? Ich weiß nicht, egal, ich hab sie mal gefangen.
Ich glaube, die brauchen wir nicht, die Glühwürmer. Nee. Brauchen wir nicht, Mr. Schister. Okay, dann machen wir das hier kaputt. Hier ist nichts. Scheiße. Okay, mal schauen, ob uns das überhaupt noch gelingt. Brauche ich die da? Nee, brauche ich nicht. Oder habe ich schon? Keine Ahnung. Die Bälle habe ich auch schon. Mann! Komm! Irgendwas, was ich brauche. Hier, da ist doch was. Was ist das? Ist nicht sogar... Nee, Himmelsanbeten brauche ich nicht. Ich dachte, das wäre eine... Das ist ein Hüpfer, ein Viererhüpfer. Ah, die brauche ich sogar. Sehr gut. Okay, okay. Oh, scheiße. Die Zeit wird knapp. Die Zeit wird knapp. Geh rauf da. Geh rauf, Mann. Ich glaube, das habe ich schon. Und brauche ich eh nicht. Okay. Magmarinkäfer. Weiß ich nicht, ob ich den brauche. Aber das wird knapp von der Zeit. Nee, brauche ich gar nicht. Okay. Himmelsfalter habe ich schon. Egal. Fange ich nochmal ein. Okay, da. Den Hüpfer brauche ich. Komm her, Hüpfer. Komm her. Wenn ich es dir sage. Nein! Flieg nicht weg, dummer Hüpfer! Komm, fang das Teil ein, Mann! So. Mann, wenn ich den Hüpfer... Okay, das reicht nicht mehr. Verdammte Axt, wir müssen dann gleich nochmal machen. Gut. Ist der Hüpfer nochmal hier? Nee. Ist er nicht. Okay, den dürfen wir uns nicht entgehen lassen, den Hüpfer. Das habe ich hier gefangen, irgendwas Unnützes. Gut, hier nach oben und hier hätten wir das letzte Insekt gehabt, das wir gebraucht hätten. Wenn wir den Hüpfer gefangen hätten, okay, das ist in der Tat möglich, in der Zeit, aber haben wir doof angestellt. So, komm jetzt irgendwo noch der Hüpfer. Kann ich irgendwie aufgeben? Ja. Ja, es nervt. Das ist cool. Genau, das hätte ich auch gesagt. Es nervt tatsächlich. So. Aber wir versuchen es gleich nochmal, obwohl es nervt. Bla 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 bla. Okay, nochmal. Der Mondkäfer, ja. Sind es denn die gleichen Insekten wie das letzte Mal? Hier hast du eine 10 Rubine, ist schon gut, kannst den Rest behalten. Ich habe ihn noch nur 10 gegeben. Gut. Ja, ja, bla bla bla. Laber nicht so viel. Du Käferisist. Das ist ein Käferfetischist. So, brauchen wir die gleichen Insekten? Ja. Das heißt, das hier brauchen wir nicht. Dann lieber schwenken. So, hier sollte dann irgendwo das erste Käferchen sein. Nämlich die Bälle hier. Sehr schön. Haben wir schon mal eins. Das wollen wir uns natürlich auch. Komm! Komm an! So, gleich mal. Ne, die brauchen wir gar nicht. Die Bienen auch nicht. Mann, geht weg, ihr Drecksbienen. Geht mal weg, so ist gut. Okay. Komm, Hüpfer. Wir dürfen die Hüpfer natürlich auch nicht töten. Das wäre. Ich glaube, es war gar kein Hüpfer. Das war ein anderes Tier. Egal. Hauptsache, wir haben es. Genau wie die Ranellameise. So, hier oben war, glaube ich, nichts mehr. Den Rest finden wir hier unten. So. Himmelsfalt. Ja, den brauchen wir. Sehr gut. Und dann. Die Bälle haben wir schon. Oder? Ja, egal. Jetzt habe ich sie nochmal. Genauso wie die Leuchtkäfer. Okay, brauche ich echt nicht. Gut. Nee, gehen wir erstmal hier lang. So, das. Ah, Mann, lass mich in Ruhe. Drecksnetz. So, fangen wir das Teil erstmal ein, ohne es zu töten. Und dann müsste hier eigentlich noch ein Hüpfer sein. Hüpfer. Hier ist er. Sehr gut, in der Luft gefangen. Bin ich nicht ein Profi, hau ab. Okay, die halbe Miete hätten wir eigentlich schon wieder. Oder? Wir haben sogar mehr, glaube ich. Wir haben, glaube ich, sogar mehr. Ja, ein, zwei. Wir haben 6 Stück von 10. Das ist doch schön. Trotzdem brauchen wir weitere 4, sonst bringen uns die 6 absolut nichts. War hier was? Hier was. Nee, okay. Na Mist. Schon wieder reingefallen. Gut. Ich glaube, ich brauche sogar diese Zika-Dings da. Wie heißen die? Keine Ahnung, die da. Komm schon.
Ja, okay, hab's gebraucht. Habe ich jetzt auch. Magmalinkäfer braucht nicht. Fange ich mich trotzdem mal ein. Okay. Hier, den Hüpfer. Den darf ich nicht entkommen lassen. Ja, sehr gut. Okay. Jetzt habe ich es eigentlich schon fast geschafft. Nur noch den hier oben, den Hirschkäfer. Und ich habe noch 30 Sekunden Zeit. Okay, lassen wir uns die Zeit. Und sehr schön. Haben wir es geschafft beim zweiten Versuch. Huiuiui. Also ist auch nicht so schwer. Fertige, dass jemand meinen Rekord zu leicht brechen würde, hätte ich nicht für möglich gehalten. Hier, wie versprochen, ich gebe dir den Dämonenkäfer. Ich muss leider meine Niederlage eingestehen. Du hast dich als ganz schön flotter Käfer entpuppt. Hehe. bagger mich nicht an. Du hast Terrys Insektenkäfig erhalten. Dann befindet sich Terrys Lieblingsinsekt. Bitte sag Terry, dass es mir leid tut, falls ich ihm umbereitet habe. Nö, sag ich nicht. Gut. Wir sehen uns dann wieder bei Terry auf der Insel bei Nacht. Okay, da sind wir wieder auf Terrys Insel. Jetzt geben wir ihm seinen geliebten Käfer zurück. Und schauen wir, was wir dafür bekommen. Hi. Wie? Du möchtest mir etwas zeigen? Oh! Kann es denn wirklich wahr sein, mein geliebter Dämonenkäfer? Oh, du hast ihn wirklich gefunden. Wer hat sich denn an ihm vergangen? Ich meine, du hast ihn gefunden. Oh, vielen Dank. Wenn du mich tagsüber in meinem Laden besuchst, verkaufe ich dir ein Stück deiner Wahl zum halben Preis. Das ist schön, aber leider hast du keine Waren mehr, Terry. Die Mission hätten wir wohl etwas früher machen sollen, aber nun gut, was soll's. Gut, damit sehen wir uns dann... Nee, wir müssen gar nicht cutten, weil... Wir sehen nämlich uns wieder im Wolkenhort, aber das können wir genauso gut so machen, indem wir jetzt bis morgens machen und dann sind wir wieder im Wolkenhort, halt in Terrys Laden. Da machen wir noch eine Mission in diesem Part und dann beenden wir diesen Part und machen, glaube ich, dann auch, es ist die letzte Nebenmission, machen wir dann im nächsten Part. So, und dann schauen wir, ob Morsego dann zu einem wunderschönen Menschen wird oder ob er ein wunderschöner Dämon bleibt. Gut, erstmal gehen wir jetzt, glaube ich, zur Ritterschule, ja. Denn wir müssen dort mit dem guten alten Otus sprechen. Genau so heißt er, glaube ich, oder? Nicht Lotus, jetzt weiß ich auch, woher sein Name kommt. Otus. Ihr werdet auch bald sehen, wieso. Meister Otus Zimmer. So. Hallo, Otus. Oh, da bist du ja, Fokka. Konntest du mit Narisha sprechen? Oh, das ist ja großartig. Du besitzt wohl tatsächlich etwas, das dich von uns unterscheidet, nicht wahr? Nämlich deinen großen Schild, ja. Du und dein roter Wolkenvogel, ihr beide werdet bestimmt jedes Abenteuer erfolgreich überstehen. Aber vor dir liegt noch ein sehr steiniger Weg. Bleib stark. Übrigens, ich hätte eine Bitte an dich. Würdest du mir zuhören? Du weißt es bestimmt bereits, aber ich gelte hier im Wolkenhort als so etwas wie ein Experte für Pflanzen. Nun, im Grunde habe ich mir diesen Titel selbst verliehen. Es ist nur so, ich habe bereits alle Pflanzen, die hier im Wolkenhort vorkommen, gesammelt. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer neuen Pflanze, die ich erforschen kann. Was sagst du dazu? Würdest du dich für mich auf die Suche nach einer solchen neuen Pflanze machen? Natürlich. Oho, ich war mir sicher, dass du mir helfen würdest, Fokka. Könntest du für mich eine neue Pflanzenart suchen und sie zu mir bringen, wenn du sie gefunden hast? Können wir machen. Ich kann die Pflanze, die diese Person sucht, kennen wir schon Pfei. Ja, mach die Endung, ist schon gut, Pfei. Pfei. Ich nenne sie ab jetzt Pfei. Also P-F-A-I. Gut. So, das Witzige ist, wir haben 8 Slots, aber wir haben bis jetzt nie mehr als 4 gebraucht. Nun gut, meine lieben Freunde, wir sehen uns, wo war,
Ich glaube im Wald, ja im Wald von Firone sehen wir uns wieder. Wir sehen uns im Wald von Firone wieder, also bis gleich. So, meine lieben Freunde, hier sind wir bei der Aussichtsplattform im Wald von Firone. Wir suchen gleich mal die Pflanze, die der Werte Otus Lotus wollte. Da befindet diese. So. Ich glaube, die sollte hier in der Nähe sein, nämlich direkt hinter diesem Vorsprung oder wie auch immer, hinter diesem Gebilde, hinter diesem, was auch immer. Wo könnte die Pflanze nur sein? Weiß nicht. Das Herz da hinten vielleicht? Oder vielleicht der Busch oder der Baum? Oder? Hier ist was! Schauen wir uns das mal an. Ah! Du bist jetzt wieder! Kombos kleine Schulter tun weh vom Verstecken. Welche Schultern? So eine Frechheit! Auch wenn Kombos Schultern nicht stark und kräftig sind, hat Kombos trotzdem welche. Aber Combo ist schon ganz müde vom ständigen Verstecken. Das Leben hier ist viel zu gefährlich. Alle freuen sich darüber, dass der Wald friedlich geworden ist, aber Combo glaubt das irgendwie nicht. Muss Combo sich sein Leben lang immer nur verstecken? Kennst du irgendeinen Ort, an dem Combo leben kann, ohne sich immer verstecken zu müssen? Oh yeah! In meinem Kopf doch. Das ist ja wundertoll! Wundertoll? Wundervoll? Wundertoll, was sagt er? Okay. Nimm Combo mit, sofort! Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hierbei um eine Pflanze handelt, liegt nur bei 40%. Ich halte es jedoch für möglich, dass Otus dieses Wesen als neue Pflanzenart anerkennt. Soll ich den Roboter rufen und es in den Wolkenhort bringen lassen? Nö. Nee, natürlich schon, ja. Sehr wohl, Gebieter, ich werde den Roboter rufen. Verräter Fei, ihr habt mich gerufen, bzzzt. Diesen Knirch hier soll ich also wegbringen, bzzzt. Du bist mir im Weg, grüner Wicht. Los, mach die Fliege, aber hurtig. Verstanden, ich warte dann oben auf euch. Bis später, bzzzt. Ich glaube, der mag uns noch einmal. Ich schlage vor, dass du zurück in... Okay, Fei, danke. Gut, dann reisen wir mal. Kommt, was ist das denn? Nur ein Baumstumpf, okay. Dann reisen wir mal prompt zurück, greifen uns hier die Liane und schwingen uns hier rüber. So, komm. Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Und dann gehen wir gleich wieder zur Vogelstatue. Die Vögel lassen wir in Ruhe. Auch wenn sie irgendwie eine Verbindung zu den Vogelstatuen haben, schließlich haben Vögel, beziehungsweise hat der Vogel und die Vogelstatue das gleiche Wort in sich, nämlich Vogel. Genau, und sie sind beide Vögel. Witzig. So, wir sehen uns dann im Wolkenhort wieder. Obwohl der Wolkenhort ist so in der Nähe, dass wir gar keinen Schnitt machen, sondern dass ihr gleich mal miterleben könnt, wie dieser kleine Kiwi-Junge da herumfliegt. Also Kiu, das Kiu-Dings da, Kiwi-Kiu. So. Gut, und hier landen wir gleich mal in der Nähe von der Ritterschule, beziehungsweise von Otus Zimmer. So, Punktlandung und auf in die Ritterschule, meine lieben Freunde. Und jetzt absolvieren wir die zweitletzte Quest, genau. Und im nächsten Part dann, wie gesagt, die allerletzte Sidequest. Das war übrigens falsch, dass es die letzte, zweitletzte Quest ist. Ist natürlich die zweitletzte Nebenmission, Sidequest halt. Wie das sich freut. Die Lieferung ist da, ein seltsamer kleiner Q, bitte sehr.
ab in den Topf damit. Plupp. Oh, da ist ja gar kein Topf. Egal. Ruf mich wieder, wenn ihr meine Hilfe benötigt, verehrte Fei. Bzzz. Das, was ist denn das? Das ist tatsächlich eine mir völlig unbekannte Pflanzenart. Aber was ist das denn? Ist das wirklich eine Pflanze oder doch ein Tier? Diese ist wohl eine der größten Entdeckungen unserer Zeit. Oh, das ist großartig. Es gibt also tatsächlich noch viele Pflanzen auf dieser Welt, die ich noch nie gesehen habe. Oh, ich spüre förmlich, wie der Forschungsdrang in mir wieder wächst. Ich danke dir von ganzem Herzen, Fokker. Ich werde gut auf diese Pflanze achten. Sag mir Bescheid, falls du erneut eine seltene Pflanze finden solltest. Dankeschön. Damit bekommen wir 5 weitere Juwelen der Güte und uns fehlen nur noch 5, damit wir alle komplett haben. Wie ihr seht, haben wir alle Items eingesammelt. Was sagt der Kiu? Oh, schau Combo nicht so an. Combo wird ganz rot. Okay, Combo. Gut, das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part, meine lieben Freunde. Also bis dahin, schönen Tag noch. Und, oh, falsch, ist mir egal. Nee, Moment, wir gehen wieder raus. Also, bis zum nächsten... Oh, Moment! Bis zum nächsten Part, meine lieben Freunde. Man sieht's, schönen Tag noch. Und tschüss.